Hintergrund muss ich sagen, total schön. Aber gut, wenn da vorne das Mikro geht. Ja, also das 23. Opel-Treffen in Bohlenberg ist fast zu Ende. Bevor wir zur Pokalverleihung kommen, wieder so ein, zwei Zahlen, Daten, Fakten. Also, wir hatten über 1700 angemeldete Fahrzeuge. Effektiv gekommen sind 1080. Also, dann versteht ihr vielleicht auch, warum wir im Vorfeld so ein bisschen hektisch waren, was diese ganze Anmelderei betrifft. Denn es hat sich ja auch herausgestellt, dass der Platz tatsächlich ziemlich voll war. Also viel mehr wäre auch tatsächlich nicht gegangen. Insofern vielleicht als Hinweis aufs nächste Jahr. Es wäre schön, wenn ihr bei euren Anmeldungen möglichst zuverlässig seid. Also wenn es um ein Fahrzeug schwankt oder so, ist es kein Thema. Aber es ist eben schlecht, wenn von 20 Fahrzeugen nur 10 kommen. Da ist es uns lieber, ihr meldet euch ein bisschen später an, vielleicht so zwei Monate vorher. Weil es geht nicht danach, wer sich als erstes anmeldet. Die komplette Planung machen wir tatsächlich wirklich erst kurz vor Schluss. Aber dass die Zahlen eben stimmen, das wäre schon wichtig. Gut. Dann kommen wir zur Pokalverleihung. Spätestens in dem Moment wäre es schön, wenn jetzt die Astralusche hier wäre. Alex, wo bist du? Der moderiert das nämlich normalerweise. Gut, wenn er jetzt nicht hier ist, dann machen wir es ohne ihn. Wir fangen dann an. Ich muss mal kurz gucken, ob sie alle klar sind hier. Aufschritt! Normalerweise kommt er immer zu früh. Gut. So, also, wir fangen mit den LKWs an. Doch nicht. Kannst das auch nicht. Ja, hast du schon organisiert? Gut, also, das kann er auch nicht. Dann hätte ich gerne ein paar Leute, die hier mal kurz die Bänke beiseite tragen. Wobei, es ist schon passiert, sehe ich gerade. Oder es passiert zumindest in diesem Moment. So, Alex, die Bänke sind weg. Können wir denn jetzt? Oder sonst noch irgendwie einen Wunsch? Hast du noch einen Wunsch? So? Gut. Dann fangen wir mit den LKWs an. Oder doch nicht mit den LKWs. Mehr LKWs doch? So, schönen guten Morgen erstmal. Erstmal brauchen wir ein bisschen Platz. Platz, links, links, rechts. Dann machen wir einen großen Kreis. Nein. Wir haben dieses Jahr eine Fahrzeugbewertung. Aber so langsam war es doch das Wichtigste vergessen, unser Nummern-Girl vorzustellen. Das ist Petra. Gut, so, jetzt kann es losgehen. Also wir haben dieses Jahr einen starken Zuwachs in der Fahrzeugbewertung gehabt. Wir hatten letztes Jahr um die 70 Anmeldungen und dieses Jahr waren es 102. Es war ein komplett neues Team zusammengestellt, deswegen ist auch das ein oder andere Auto schon in der Gemeinschaft in Frage gestellt worden. Ich möchte euch aber bitten, es wurde viel auf Qualität geguckt, es wurde viel mit den Besitzern in der Regel gesprochen. Eigentlich sind die Autos soweit von den Platzierungen in Ordnung. Tuning bzw. Umbauten sind auch immer, sag mal, Punkte, das sieht manch einer ein bisschen anders. Also bitte habt alle Respekt, was die Jungs da gebaut haben und